So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go und wir sind auf dem Weg zum X-Raid an der Brücke der Technik. Deoxys X-Raid in der Verteidigungsform. Das ist der zweite Deoxys X-Raid jetzt, den ich mache. Den ersten habe ich ja in Meiningen gemacht, habe gesagt, der nächste ist wieder in Hiruhausen. Da sind wir jetzt auf dem Weg. Ich hole noch fix meine Aufgabe hier ab. 1500 Sternenstaub. Das lohnt sich ja mal richtig. Gab es natürlich für 15 Käfer-Pokémon für. So, drei Arena-Kämpfe. Ach, die ist schon gelb. Da sitze ich ja. Da kann ich leider nichts machen. Und da drüben ist auch der Raid. In 4 Minuten geht er auf. Könnt ihr schon mal drauf drücken. Ist noch blau. Ja. Brücke der Technik. Also wenn ihr mal in Hiruhausen seid, kommt vorbei, macht mal einen Raid. Vielleicht kriegt ihr ja auch eine Einladung. Wir melden uns aber gleich zurück, wenn wir am Raid stehen und wenn es losgeht. Servus. Also mal gucken, ob alle da sind. Wir müssen, glaube ich, eh wieder 2 Runden machen und ja, noch ein paar Käfer fangen. Eben gab es auch ein neues Shiny, beziehungsweise nicht neu. Aber der Bus ist so lieb und lässt mich noch drüber. Sehr schön. Grüße an den Busfahrer hinter mir. Werden die Arena noch fix drehen. Gibt es noch mal ordentlich Items. Da sitze ich drin. Kann man nicht lesen. Aber egal. Wir melden uns gleich wieder beim Raid. So. Was machst du? Was machst du? Nein. Mach immer so einen Scherz. Okay, über Kreuz. Bis du wieder runterfällst, ja? Doch nicht jetzt, nicht wenn alle gucken. Gestern warst du auch lieb und ruhig, ja? Das ist ein Vorführeffekt. Position. Läuft die Kamera schon? Ja. Ha, schnell weg, genau. Oh, Hund. Ja. Ich darf nicht mehr mit dir reden, sonst fällst du wieder durch. Ich hab selber 2 Handys. Sind wirklich 3. Hast du nur 2 Pässe oder musst du dich dann auch melden? Nee, ich hab nur 2 Pässe. Toll. Da hab ich ja nachher Ruhe, ne? Kann ich ja dann Fingerbell. So. Wenn ich nicht darf, will ich erst recht. Ja. Mein Freund geht früh aus dem Bett auf Arbeit. Sie liegt die ganze Zeit vorne, ne? Feuerwerk ist, zack, ist hinten im Bett. Egal, ob die Mama sagt oder nicht, ne? Muss man ja ausnutzen. Ja, das ist ja noch Glück, dass es ein kleiner Hund ist und kein riesengroßer, sowas wie ein Schäferhund. Ja. Das wäre nicht so gut. Ich hatte vor ihr einen ganz großen Hund. Das war irgendeine Husky-Rasse. Nur, er wollte mal mit dem Bett. Kenne ich bei einer Freundin auch. Die hat auch ungefähr die Größe. Anderthalb, 2 Jahre wird der jetzt sein. Will immer mit auf die Couch, aber kann keinen 5 Minuten Ruhe halten. Mhm. Meiner wollte nicht unter die Bettdecke, sondern auf die Bettdecke. Und dann hast du nicht runtergekriegt. Und dann hattest du halt Bettdecke. Ist halt so. Zwei Bettdecken besorgt. Ja. Er wollte aber wahrscheinlich immer hier, wo jemand runterlag. Mhm. Am besten noch auf den Beinen. Hier auf die Straße, wenn ihr was von euch wollt. Frag mal, ob sie Nudeln und Reis haben. Was ist das? Ist ja wie wenn wir dich fragen, hey, hast du Crack? Sag mir ja die ganze Zeit, weil das eine Handy wird nicht angetippt. Nee. Ich hätte keine Schadenspunkte. Welchen Tier? Hingerbell, welchen Tier auf Rücken? Bei mir ist schon fertig, warum drückt ihr noch? Krieg den Raushaltbonus. Friedensnobelpreis. So, jetzt muss ich aber mal hier runter. Komm hier, Jos. Du darfst jetzt suchen. Was ist eigentlich ein Hunderter? Ich glaube, irgendwas mit 13.
viel möglich. 12:32 ist dann nicht mehr so gut, meinst du? 12:52 und 12:54. Hier 12:95 habe ich auch. Warum nicht? Die Jungs ist Verteidigungsform. Jetzt kommt er gleich zurück. Das ist ja einfach. 12:95 sogar. Ich habe beiden mit dem Ball. Da muss ich mich ja hier jetzt auch schon mal. Den Ball, den man verkackt hat letztens. Und da ist es drin im Tinkerbell, jetzt ist doch aber gut. Auf den Hund gekommen, die neue Serie mit Ramses. 12:43 wieder mal sehr schlecht. Über 13 ist, glaube ich, das Beste oder so. Keine Ahnung, irgendwas. Da müsste man die Terrorzicke fragen, ich weiß es ja ganz genau. Jetzt müssen wir noch eine zweite Runde spielen. Ja, weit läuft's. Und bei Marco habe ich auch mitgemacht, war es auch gleich wieder im ersten Ball drin. Und natürlich wirft man, trifft, alles super. Und dann, wenn man es verkackt, da bleibt er auch drin. Also bisher ziemlich easy zu fangen, Deoxys. Habt ihr auch schon ein Deoxys gemacht? Schreibt es mal in die Kommentare. Wenn nicht, ist auch gut. Wir machen jetzt noch die zweite Runde und mal gucken, vielleicht kommt da noch was Besseres raus. Und dann melde ich mich nochmal fix zurück. So, und da ist auch die zweite Runde X-Raid vorbei. Leider ist ein Missgeschick passiert, denn Pupsi hat auf ihrem großen Account eigentlich einen Pass gehabt und auf dem zweiten, auf dem kleinen Account auch. Dachte ich, war auch so eingetragen. Und jetzt wollte ich gerade einen Raid machen und da ist gar kein Raid an der Arena. Sie hat nämlich vergessen, ihren kleinen Account einzuladen. Also Pass verschwendet, bzw. Einladung nicht genutzt. Leider, war aber cool, konnte ich nur mit einem Handy nochmal spielen. In der zweiten Runde war leider sogar noch schlechter als das auf meinem. Meins war schon schlecht, das war sogar noch schlechter. 12:36 hatte das, glaube ich. Und haben unerwartet noch Verstärkung bekommen. Deswegen waren wir 12 Accounts dann in der zweiten Runde. Und das Beste war, glaube ich, 12:97 bei einem Account von Tina. Welcher genau, weiß ich jetzt nicht. Da ist auch immer so ein Durcheinander dabei. Aber 12:97 scheint schon sehr gut zu sein. Auf jeden Fall über 90, 96, 98, irgendwas auf jeden Fall. Wir sind jetzt wieder auf dem Weg nach Hause. Schade, diesmal ist gar kein Bus da. Also großer böser Bus, der auf mich wartet, mich drüber lässt. Aber wir sehen uns sicherlich beim nächsten X-Raid. Wie gesagt, wie viele Deoxys in der Verteidigungsform habt ihr schon gemacht? Irgendwie am Schwimmbad gehen gar keine Einladungen mehr raus. Wir haben ja zwei Arenen, Schwimmbad und Brücke der Technik. Aber irgendwie wirft Brücke der Technik nur noch Einladungen ab, Schwimmbad gar nicht mehr. Das war es aber von meiner Seite aus. Wir sehen uns einfach beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.